Tja, guten Morgen, Freunde. Ich habe noch ungefähr eine Stunde, ja, bis Dienstbeginn. Und wir haben gestern noch zwei Wohnwagen reinbekommen. Einmal sieht man da hinten, der hängt noch an unserem kleinen Schlepper, ein 460 EU Südwind, 60 Jahre Modell. Und hier haben wir unseren Knaus Südwind, auch 60er Jahre Modell, 540 UE. Ein ganz, ganz tolles Fahrzeug. Das möchte ich euch heute mal als erstes zeigen. Fangen wir direkt hier an. Ich habe einfach die Klappen schon mal aufgemacht, größtenteils. Dann haben wir hier, sieht man das, unseren 45 Liter Frischwassertank. Da sieht man die Truma Therme, schon mal zwei von den Entleerungshähnen, den Stromanschluss und noch mal Stauraum. Ja, das Fahrzeug steht auf 17 Zoll Aluminiumfellen. Hier sieht man schön die Belüftungsöffnung des Kühlschranks. Fenster im Heck darf natürlich nicht fehlen. Da hat er hinten die Einzelbetten. Habe ich hier unsere Schwerlaststützen. Das schöne neue Heck des Südwinds, wirklich toll. Gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier, sieht man das schon, den Stauraum auf der, ich sage einfach mal, Beifahrerseite. Dann sehen wir da auch noch mal so zwei Entleerungshähne. Und da steht der Hocker, der dazugehört, der Tritt. TV-Außensteckdose mit 230 Volt. Genau, 230 Volt und den SAT-Anschluss. Und hier ist der Entnahmeschacht der Kassette. War offen. Wir gucken da mal rein. Genau, hier sieht man das. Und es ist hier noch wieder ein bisschen was anders. Ich habe hier einen separaten Tank für die Kassette. Also sprich, ich muss hier das Wasser einfüllen, ein bisschen Aquarinse mit rein. Und dann ist das super. Und hier sieht man die Tedford Kassettentoilette, die Kassette selber. So. Dann haben wir unsere Aufbautür, die Premium-Tür mit der Tasche, den kleinen Knaus Regenschirmfach. Und was ich immer schön finde, unser Fenster mit Verdunklung. Und hier oben sollten die Kleiderhaken sein. Oder was heißt Kleider? Genau, Kleiderhaken. Kann ich eine Jacke hinhängen. Genau. Und dann haben wir noch mal ein Staufach, untere Sitzbank der Rundsitzgruppe. Auf der Beifahrerseite gucken wir mal rein. Wunderschön. Dann Gasaußenanschluss. Wenn man im Sommer oder auch Winter, ich bin ja eigentlich der reine Winterurlauber, mal draußen grillen will, kochen oder sonstiges, dann habe ich das den Geruch selber nicht im Fahrzeug. Unser Gasfach im Bug, Platz für 2x11 Kilo, sei es Gas oder Alu. Hier könnte man noch schöne Duo-Control, würde ich mir nachrüsten. Ne? Und ausreichend Platz. Fahrzeug hat Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige. Das sieht man hier an den gelben. ATC Control ist mit dran von Alco. Und natürlich die Anti-Schlingerkupplung ist vorhanden. So, machen wir mal runter. Jetzt will ich mir das nochmal das Bug angucken. Wirklich toll. Schönes Fahrzeug. Also gefällt mir wunderbar. An diesem Punkt erinnere ich euch einfach mal dran, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und das würde mich freuen. Jetzt gehen wir mal innen rein, in das schöne Fahrzeug. Und jetzt sieht man schon, ich habe hier wirklich ein größeres Fach. Da wo ein schöner großer, da müsste auch ein 32 Zoll Fernseher, glaube ich, hinpassen. Da ist der Halter schon dabei, die Antennenvorbereitung.
Ein schöner Schrank ist da mit bei, den gucken wir uns direkt an. Gucken wir mal direkt rein. Wunderbar. Schön, echt tolles, wirklich, wirklich tolles Fahrzeug. So, nochmal. Da, wo der Fernseher hinkommt mit 230 Volt Anschluss, 12 Volt, ja, und den Fernseher. Dann haben wir hier, es ist alles noch schön eingepackt. Genau. Nochmal so eine Vitrine. Das ist echt toll. Ja, kommen wir mal zu unserer Sitzgruppe. Ich kann noch gar nicht dazu, zu dem Fahrzeug allzu viel sagen. Ich bin da heute wirklich das erste Mal drin. Und die Preise, technischen Daten und sowas und Ausstattung packe ich euch am Ende das Fahrzeug auch hin und verlinke natürlich das Fahrzeug auch auf zu unserer, was rede ich denn jetzt? Ich packe den Link in der Videobeschreibung rein zu dem Fahrzeug auf unserer Webseite. So, aber jetzt mal zu dem wirklich wunderschönen, zu der wunderschönen Rundsitzgruppe. Schön, Tag, hell. Ich liebe das ja. Ich habe ein schönes Bugfenster, da oben noch mal ein Panoramafenster und direkt dabei das schöne Heki hier mit bei, mit einer tollen Beleuchtung, wunderschön. Dann habe ich hier noch mal die Oberschränke, dann wie sage ich immer, Grabbelfächer, wo alles drin verschwindet. Auf der anderen Seite genauso. Schön Oberschrank. Ach, hier ist das Bluetooth-Soundsystem ist da mit bei. Können Sie mit Ihrem Handy koppeln und über meinetwegen Spotify oder sowas Musik gucken. Genau, so eine Touch-Leselampe. Ich hoffe, man sieht das. Genau, funktioniert auch. Ich benutze das hier gerade, weil wir bei den Fahrzeugen ja auch Durchsichten machen müssen. Als ich packe jetzt wirklich mal einfach mal alles an, damit ich auch weiß, dass alles funktioniert. Hier sieht man das Staufach auf der Fahrerseite. Hier ist zum Beispiel die Halterung vom, von dem Wasserfilter Mini. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Das ist schön. Ich kann hier direkt von außen auch beladen und von innen komme ich da auch dran. Und dann haben wir natürlich noch, warten Sie, auch noch mal direkt im Bug ein Staufach. Wunderbar, toll. Jetzt habe ich hier gesehen, einfach mit dem, hier sind nochmal zwei 230 Volt Steckdosen. Das hat dann auch das, Steckdosen Plus Paket muss sein. Winterpaket hat das Fahrzeug, sprich es gehört eigentlich auch eine Winterabdeckung dazu. Für den, mit Knaus Logo ist das, glaube ich, für den Gaskasten vorne. Dann haben wir, kommen wir mal direkt zu unserer Küche. Drei Flammenherd habe ich hier. Mal gucken. Hat mit Piazzozünder, seht ihr das? Mit Piazzozünder. Schönes Waschbecken oben drüber. Auch nochmal wunderschön. Hier haben wir den Wasserfilter. Die Bedienungsanleitung machen wir zu. Ach, schön. Man sieht es, ich zeige mal. Stauklappen mit Soft-Close-Funktion. Wunderschön. Top. Ja, Schränke dürfen natürlich nicht fehlen. Aber es ist Schränke, Schubladen. Auch mit Soft-Close. Wunderschön. Hier. Ich packe jetzt heute. Wirklich jede Schrankklappe packe ich heute mal an. Ganz einfach deshalb, wie gesagt, weil ich noch, ganz wichtig, für die, die sich so einen kaufen, hier in der untersten Schublade nochmal zwei Entleerungshähne. Wenn ich das Fahrzeug wegpacke, dann müssen die natürlich zugemacht werden. Da habe ich hier noch eine schöne Klappe. Hier sieht man die Gasabsperrhähne und nochmal jede Menge Stauraum. Echt toll. Ja, das war schon die Küche. Ja, und zur Küche gehört natürlich ein Kühlschrank. Das Fahrzeug steht an Strom. Automatikkühlschrank. Haben wir hier mit integriertem Frostfach. Ich hoffe, man sieht das alles schön. Genau.
werfen wir mal einen Blick von der Sitzgruppe. Ich setze mich mal hin, wie das so aussieht. Jetzt, ja, jetzt seht ihr mich mal, wie ich hier schön sitze. Und ich schwenke mal langsam rum. Und das ist dann der Blick nach hinten, da wo die Einzelbetten sind. Sieht man schön. Gehen wir da hinten mal hin. Winterpaket, wenn das Fahrzeug Winterpaket hat, dann muss das Fahrzeug auch die elektrische Fußbodenheizung haben. Kommen wir mal zum Schrank. Genau, hier haben wir den Kleiderschrank. Und wie ich schon sagte, Winterpaket. Hier sieht man den Schalter für die elektrische Fußbodenheizung, könnte ich anmachen. Dann ist hier, hat er noch eine Truma Vario Heat. Das ist noch so eine elektrische oder Ultra Heat, so eine elektrische Zusatzheizung für die Heizung hier. Und natürlich der An- und Ausschalter für die Truma Therme. Wenn ich an 230, Grad stehe, 230 Grad an 230 Volt stehe, damit ich mir auch warm Wasser bereiten kann. Ja, kommen wir mal hinten hin. Jetzt sehen wir hier die wunderschönen Einzelbetten, großzügig, richtig groß, echt top. Da sehe ich zwei Zusatzpolster, das heißt, ich kann die Sitzgruppe hinten, also vorne, nochmal umbauen als zusätzlichen Schlafplatz für zwei Personen. Fangen wir mal direkt mit den Schränken an. Gucken, haben die auch die Soft-Close-Funktion? Ja, das ist ja top. Guckt euch das an. Echt schön. Zumachen. Wunderbar. Echt toll. Top. Haben wir hier auch. Guckt euch mal dieses große Fach hier hinten an. Echt genial. Also mit diesem Fahrzeug könnte ich auch höchstwahrscheinlich auch schönen Winterurlaub machen. Durch die elektrische Fußbodenheizung. Das wird wahrscheinlich ein bisschen was kosten, aber gut. Ne? Auch so ein wichtiger Hinweispunkt. Man sieht das, genau, es gibt überall so schöne Aufkleber. Innenbeleuchtung, alles komplett in LED. Ich habe hier nochmal so eine, wie so eine ambiente Beleuchtung oben oberhalb der Schränke. Dann habe ich hier nochmal wieder so Leselampen. Und wenn mich nicht alles täuscht, gucken, genau, da ist auch mit USB haben die. Ja, und ja, wenn ich kuscheln will, ich sehe hier die, die Zusatzmatratzen, dann kann ich auch das einmal komplett nach vorne ziehen. Das etwas dünnere würde da hinten drauf kommen. Komme ich jetzt nicht ran. Und das kommt dann hier nachher zwischen. Und dann habe ich eigentlich ziemlich schnell ein großes Bett. Ja, schöne Spielwiese, sage ich einfach mal. Das Ding ist fast toll. Toller Wohnwagen. Und eine ganz tolle Qualität. Das ist wirklich super. Ich klappe mal einfach mal so ein Bett hoch. Man kann natürlich die einzelnen Betten auch komplett hochklappern. Klappen. Gott, früher morgen. Ich habe noch einen Kaffee zu wenig, merke ich. So, wunderschön. So, guckt euch mal den Stauraum an. Echt toll. Wir bekommen immer mehr Anfragen, ob wir auch einen Wohnwagen autark ausstatten können. Das können wir natürlich. Wir haben auch schon Wohnwagen komplett mit Solar ausgestattet. Zwei Zusatzbatterien mit rein, Mover. Und so, dass ich auch wirklich autark stehen kann. Das kommt immer mehr. So, machen wir mal die andere Seite auf. Das würde dann praktisch die Firma Mobile Camping Technik GmbH machen. Das ist der Ableger oder neue Firma von der Reisemobile Hessen GmbH in Marburg. Kann ich nur empfehlen, geht da mal hin. Ich habe da ja schon ein paar Videos von gemacht. Schaut euch die nochmal an, wie groß
ja, der Laden ist, die Werkstatt ist, das ist einfach top da. Dann haben wir hier oben, sehen wir, ja, die ganz normalen Dachluken. Hier ziehe ich einfach, kann die aufmachen. Ich mache das auch mit Verdunklung. Ich packe das jetzt wirklich einmal alles an, weil dann habe ich gleichzeitig einen Arbeitsschritt heute gespart, habe ich meine Durchsicht direkt gemacht, ob das Fahrzeug in Ordnung ist. Echt toll. Mit der Verdunklung. Fenster haben natürlich mit Verdunklung, die Fenster sind natürlich komplett mit Verdunklung und Mückenschutz versehen. Jetzt fehlt uns noch, ja, die Nasszelle. Ist hier ja praktisch aufgebaut. Jetzt sieht man mich mal im Spiegel. Heute Morgen mal nicht so ganz vor Zug verschlafen. Ich habe echt gut geschlafen heute Nacht. Und vor allen Dingen lange. Ich glaube, bin um 9 im Bett und heute um 7 aufgewacht. Und da ich ja so einen unheimlich langen Arbeitsweg habe, immer bin ich wirklich früh hier. Dann haben wir hier ist der Lichtschalter und 230 Volt Steckdose. Nochmal ja, einen kleinen Schrank unten drunter. Dann unsere Toilette eingepackt komplett und hier ist der Zubehör noch der mit bei. Genau. Da nochmal ein Alibert-Schrank. Also echt zweckmäßig. Passt. Ja, das war auch schon soweit der Knaus Südwind 60 Jahre 540 EU. Wie gesagt, die Preise und sowas alles tue ich mit verlinken in der Fahrzeugbeschreibung, in der Videobeschreibung. Gott, ich brauche gleich wirklich erstmal einen Kaffee, habe ich so den Eindruck. Und ja, und nochmal, wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und bis zum nächsten Video. Euer Peter. Tschüss.